Zum Aufbau und Betrieb der Reichswerke Hermann Göring in Linz wurden zigtausende ausländische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt. Mit der Zeitgeschichte-Ausstellung 1938 bis 1945 will die Voestalpine an diese NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter erinnern. Diese Menschen haben damals unter unmenschlichen Bedingungen das Fundament für den heute weltweit agierenden Voestalpine-Konzern geschaffen. Einen Schritt voraus. Das ist Leitspruch und Philosophie der Voestalpine. Diesmal macht der Konzern einen Blick zurück in die eigene Geschichte. Denn nur wer sich der Vergangenheit stellt, kann auch in die Zukunft blicken. Machen Sie sich selbst ein Bild.